Hallo, guten Tag. So, heute sprechen wir uns noch weiter über die Familie. So, heute ist so, wir fokussieren auf so Onkel und Tante. Und natürlich gibt es noch weiter, zum Beispiel Großtante und Großonkel und so weiter. Aber so, das ist so kompliziert. Und ja, manchmal das ist nicht so nützlich, das ist nicht praktisch für alles. Aber das ist so, normal in der täglichen Situationen. So wie letztes Mal, die Schwarzen sind die so den Teil unserer Vater und dann hier die Roten sind unsere Mutter. So der Onkel, der alte Onkel, so das heißt der Onkel, der Alter aus unseres Vaters heißt Baba, Baba. Und dann die Junge heißt Sok Sok. Und dann die Tante, so das heißt die Schwester unseres Vaters. Für die Alte heißt Guma, Guma. Und dann für die Junge heißt Guje, Guje. Und eigentlich so die so wir lernen wir nennen die ja die so der Mann der Tante ist Gujan, Gujan. Und hier auch das ist unterschiedlich für die Frau des Onkels, so für das Frau des Babaks, das heißt Butler, Butler. Und für die Suksoks, das Suksoks heißt Samsam. So, das ist noch einen weiteren Unterschied. Aber das ist, so, das ist schon genug, ne? So, für die Onkel, so, der Teil unserer Mutter ist Kaufu. So, das ist gleich. Aber das ist immer so, erster ist Daikaufu, Saikaufu und so weiter. So Kaufu. Und Tante, so das gibt noch weiter die Unterschied. So für die Alte ist Yima, Yima. Und für die Junge heißt Yi oder Ayi oder so. Am wichtigsten ist das Wort Yi. So weiter, so oder wieder, das ist sehr kompliziert. Ich weiß. Das kennt auch nicht sehr gut. Aber was ist mit Cousine? So, es gibt auch zwei, so wie eins, zwei Systeme. So, hier ist das Wort hier ganz wichtig. So, das ist immer gleich. Aber das ist plus Bruder und Schwester. Das heißt hier Tong. Tong. Tong ist eigentlich so wie ein so einem Zimmer. So in der Vergangenheit gibt es ein Zimmer oder eine ganz wichtige, so das ist so wie eine Wohnung, aber das ist so, oder in einem Gebäude treffen die ganze Familie sich ganz oft dort. So das ist für die ganze Familie, deswegen das und für uns ist die Familie des Vaters immer wichtiger. Deswegen, wir treffen uns nur mit den Familien unseres Vaters dort in diesem Gebäude. Und diesem Gebäude heißt manchmal Qitong. Deswegen, das ist Tong. Und so, das ist nur eine kleine Information. Und hier ist Biu. So, dieses Wort hier. So, das heißt, die Cousinen, so bei dem Onkel oder bei dem Geschwister unseres Vaters, das heißt Tong Heng Dai Ji Mui, Tong Go, Tong Dai, Tong Jie, Tong Mui. Oder hier, so das heißt Biu Go, Biu Dai, Biu Jie, Biu Mui. Tong Go, Tong Dai, Tong Jie, Tong Mui. Biu Go, 表弟、表姐、表妹，so,
ist vielleicht sehr kompliziert, aber ich finde eigentlich, das ist sehr interessant. Und so, das kann man auch nochmal mit einem Satz sagen. Und das kann man mit der Nummer, so die wir letztes Mal gesprochen haben, so hier anwenden. So, hier heißt, ich habe einige Butter, so alte Butter, und auch ich habe einige junge Schwester. Zum Beispiel, ich habe einen alten Bruder und auch eine junge Schwester. Dann das heißt, ich habe oder ich besitze, manchmal Yao heißt Besitzer, aber hier ist ich habe. Und so wie eine Flasche oder ein Glas. Also auf Chinesisch gibt es immer ein Blablabla Bruder. So, für Geschwister ist dieser Go. Das heißt, ich habe einen alten Bruder und eine junge Schwester. Yat go mui mui. Oder wenn zwei, dann das heißt lang go mui mui. So. Und gibt es noch ein Beispiel, glaube ich. So. Und hier ist einen ganzen Ausdruck für Geschwister. Das heißt Hengdai Zimui. Zum Beispiel, vielleicht hast du nur eigentlich ein, aber du kannst auch sagen, oh ja, ich habe Hengdai Zimui. Und dann sagt man so Bruder oder Schwester. So, oder ja, mein einziger. So, oder drei, wo yao sam go Hengdai Zimui. So, das ist sowieso die Familie oder die Family Tree auf Chinesisch. Es ist immer so groß, weit und kompliziert. Nicht nur die Familie, sondern auch den Namen. Okay, so. Heute haben wir uns über die weiter die Familie gesprochen und ich hoffe, dass ihr genutzt habt. Und viel Spaß mit der Familie. Tschüss!